Bienvenue en France, aujourd'hui Scarlett Pimpernel. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier in Frankreich. Bienvenue en France. Wir sind in welchem Jahr sind wir eigentlich? 1793, oder? Ja, stimmt, genau. Der Reign of Terror, wie es so schön heißt. Ne? Da ging es wohl nicht sehr zimperlich zu. Ja, und auch nicht besonders friedlich. Genau, und da gibt es doch immer mal wieder kleine aufständische Gruppierungen, sage ich mal. Und das war der Scarlet Pimpernel. Ja. Der wohl versucht hat hier, wen hat er versucht zu befreien? Es war der Sir Percy Blackeney. Ja, und wir sind natürlich, gehören zu seinen Anhängern und versuchen ihn bei seinen Missionen zu unterstützen. Ja, ja, wir haben hier schon mal entsprechende Atmosphäre gesorgt. Das hier ist ein Spiel von Eagle Griffin Games, auf Deutsch das Ganze im Vertrieb bei Skellig Games, für 2 bis 6 Spieler. Mit einer Spielzeit von 60 bis 90 Minuten. Und wir bieten euch jetzt erstmal hier mit der Überkopfkamera einen kurzen Überblick. Mhm. Und danach kommen wir erst zu unserem Senf zu diesem Spiel. Dennis, zeig uns doch mal, worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Was machen wir tatsächlich in unserem Zug? Ich sehe jede Menge Würfel. Ja, ihr seht hier, oh, das ist eigentlich schon das Ende hier, aber Vienna, also wir sind am Schluss in Wien, das heißt, es kommt eigentlich ganz unten hin, aber hier sind immer so ein paar Missionskarten, die ausliegen, wo man sieht, was als nächstes kommt, und diese hier werden übereinander gestapelt und das ist die aktuelle Mission und es geht darum, der Admiralty Pier, das heißt hier oben in England, hier möchte der Scarlet Pimpernel hin. Das heißt, es wird dann hier, wenn es jetzt die zweite Mission ist, hier so ein Marker hingelegt, und wenn er jetzt sich zum Beispiel in der Mission 1 hier befand, möchte er seinen Weg, der ist halt ziemlich kurz, hier nach oben bahnen. Das heißt, in euren Zügen gibt es eigentlich ganz wenig, das heißt, ihr bewegt euch von Region zu Region, ja, das heißt hier England und so hier weiter, von hier aus könnt ihr auch nach Australien, würde ich schon sagen, nach Wien, nach Österreich meine ich. Interessant ist auch, dass Paris kein Teil von Frankreich ist. Genau, ja. Irgendwie nicht. So. genau, das sind so die Abschnitte. Und dann seht ihr hier eine Hauptaktion, einen Cube ablegen. So, das gibt es in verschiedenen Varianten. Und es gibt noch einen Cube sozusagen auf ein Gebäude legen, beziehungsweise ein Gebäude aktivieren. So. Ja, das ist ganz einfach. Wenn ihr euch an einem Ort befindet, könnt ihr den Cube eurer Farbe entweder auf eine Straße in eurem Ort legen, auf eine Missionskarte hier legen oder einen Missionsort. Oder, was hatten wir noch, auf ein Gebäude, und dann wandert das hier hoch in dem entsprechenden, in den entsprechenden Bereich. Wie jetzt hier zum Beispiel das hier. Dann, wenn hier ein Cube reingelegt wird, kommt der hier oben hin. Und wer die Mehrheit besitzt, bekommt hier so eine Karte, die dann quasi das gleiche fast bedeutet wie so eine Aktion, nur ihr dürft beide Aktionen, oder ihr müsst sogar beide Aktionen machen. Das heißt, Cube auf eine Route legen oder einen von den Unterstützern hier da reinlegen. Und beides. Ja. Ja. Das heißt, im Prinzip habt ihr eine aufgepimpte Basisaktion, beziehungsweise eine Doppelaktion, und müsst dann halt euch entscheiden. Ihr könnt natürlich hier auch entsprechend mehrere dieser Vorteilsblättchen haben. Ja. Und die können natürlich auch im Laufe des Spiels wieder ihren Besitzer wechseln. Wichtig, was am Anfang so ein bisschen, wie soll ich sagen, unintuitiv ist, ihr agiert immer in der ganzen Region, in der ihr euch befindet. Ja. Das heißt, ihr habt auch hier immer Übergangsbereiche. Das heißt, auch hier dürft ihr entsprechend einen Cube in eurer Farbe reinlegen, wenn ihr euch in einer der angrenzenden Regionen befindet. Genau. Der einzige Unterschied ist, wenn ihr ein Gebäude besitzt, dann könnte zum Beispiel der grüne Spieler auch hier stehen und trotzdem dieses Gebäude hier aktivieren. Würde der orangene Spieler hier dieses Gebäude aktivieren, dann macht er seinen Cube hier rein und dieser geht dann halt auf das entsprechende Symbol. Existiert hier eine Mehrheit, also würde die Mehrheit zum Beispiel sich ändern, dann werden diese Teile hier ausgetauscht, oder wenn es noch keiner hat, hier ist die Mehrheit zum Beispiel orange, darf er sich eben das hier nehmen. Genau, und das legt man dann einfach vor sich ab. Wir haben es nur hier oben der Übersichtlichkeit halber liegen lassen.
Und dann gibt es noch hier die Möglichkeit, eine dieser Bettaktionen zusätzlich durchzuführen im Zug. Wenn man da einen Würfel drin liegen hat, darf man einen rausnehmen und entweder auf einem Gebäude setzen oder nach den normalen Einsatzregeln quasi positionieren. Das heißt, für den grünen Spieler hier in dem Fall in der Region auf eines der quadratischen Felder legen, entweder an den Orten oder auf den Straßen oder halt eines seiner Gebäude. Genau. Wenn ein Spieler eben einen Würfel auf das entsprechende Symbol legt, wie zum Beispiel diesen Unterstützer, legt er halt einen weiteren Würfel hier oben in den Bereich rein. Genau. Und gespielt wird eine Runde so lange, bis hier entweder alle diese Aktionen hier besetzt sind. Richtig. Dann wird das Rundenende eingeleitet oder wenn alle Spieler passen, weil keiner mehr Klötzchen hat. Richtig. Gespielt wird das ganze Spiel über 7 Runden. Es gibt aber auch eine Kurzvariante, da spielt man nur über 4 Runden. Richtig. Und sobald alle Würfel hier liegen, geht man der Reihe nach das Ganze durch. Hier versucht man sozusagen diese Ressourcen, die hier liegen, zu erfüllen und zu beschaffen. Damit nehmt ihr also quasi die Würfel hier raus, die ihr benötigt. Das wären jetzt zweimal hier diese Schriebe, richtig. Einmal hier diesen Handkarren und wir bräuchten hier 5 Pferde, haben aber nur 2 davon und dann bekommt jetzt jeder für die Anzahl der Würfelchen hier in seiner Farbe entsprechend Punkte, nämlich einen pro Würfel und die Würfel gehen zu ihren Besitzern zurück. Die Mission ist trotzdem erledigt, aber sie wurden nicht vollständig erfüllt. Das heißt normalerweise, wenn alle Ressourcen vorhanden sind, genau, dann würde dieser Spieler hier noch einen Punkt bekommen. Wichtig, jeder, der sich hier hinstellt, hat sozusagen die Macht oder die Entscheidung, welche Würfel genommen werden. Hier zum Beispiel der orangene Spieler nimmt sich natürlich vielleicht nicht die Würfel des Gegners, weil der würde dann somit 4 Punkte bekommen. Ja. Aber beziehungsweise könnte natürlich hier entsprechend vielleicht dem Gegner tatsächlich für einen Punkt zwar hier den Punkt zuspielen, aber dafür sich die Mehrheit wieder zurückholen. Richtig. Je nachdem, welche Kombination ihr da habt, dann kann es natürlich auch sein, dass es ordentlich Punkte gibt. Zahlen, ne? Ja. Genau. Genau. Hier gibt es einfach nur den Stadtspielermarker und einen Punkt. Und hier gäbe es in diesem Fall eine Route, auf der sich Scarlet Pimpernel bewegt. Das hatten wir ja schon eben angeteasert. Er bewegt sich immer von einem Ziel zum nächsten, also von der 1 zur 2, von der 2 dann später zur 3 und so weiter und so fort. Und ihr müsst hier quasi eine fertige Route nehmen und jedes Klötzchen an dieser Route bringt einen Punkt ein für den entsprechenden Spieler und geht zurück in dessen Vorrat. Genau, dieser Ort wird hier dann auf 2 oder auf die schwarze 2 gestellt und der Scarlet Pimpernel wandert dann hier hoch. Genau, und dann gibt es hier noch Punkte, falls der Ort entsprechend erfüllt ist, beziehungsweise für jeden Cube, der hier in diesem Ort drin liegt und wird entfernt. Und es wird festgelegt, was das nächste Ziel ist. Und das wäre hier entweder Calais oder Achard-Farm. Und abhängig davon, wie sich der grüne Spieler hier entscheidet, wird das Ganze hier nach oben geschoben, die hier werden abgelegt. Und es bildet so das nächste Ziel, was dann hier unten entsprechend wieder mit einer roten 3 dann gekennzeichnet wird. Und so spielen wir uns durch das Spiel. Genau. Ja, und im Schluss, als allerletztes Ziel, haben wir immer Vienna. Mhm. Und das jetzt mal so zum groben Spielüberblick. Ja, erstmal vorweg was ganz Wichtiges zu diesem Fazit. Dieses Fazit ist ein Ersteindruck von uns beiden nach einer 2-Spieler-Partie. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Das heißt, wir haben nicht das Spiel 5-mal gespielt oder noch mehr, wie wir es ansonsten bei einem Review machen würden. Uns war wichtig, dass wir entsprechend euch jetzt einen Ersteindruck entsprechend liefern. Und wir wurden quasi von Skellig Games auch gebeten, euch dieses Spiel kurz vorzustellen. Genau. Und diesem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Und es gibt hier unverblümt unsere erste Meinung zum Spiel. Ihr merkt schon, wenn wir so viel reden, da muss doch was faul sein. Ja, ich würde sagen, wir hangeln uns erstmal so ein bisschen am Material und am Spielfluss etc. entlang und an den Rahmendaten. Ja. Rahmendaten sehe ich hier ab 12 Jahren. Ich würde sagen, so von der Komplexität der Aktionen und auch wie man die Aktionen hintereinander wegverketten kann, ist nicht ohne. Ja. Sollte man, ich denke mal, vielleicht auch mit 11, aber es ist ja immer so, 12 finde ich als Richtwert gar nicht verkehrt. Ja, ich denke auch mal. Es sind zwar nur diese 3 Aktionen theoretisch, aber die halt dann so aufgeblasen, dass man das da hinlegen kann, dort hinlegen kann, hier hinlegen kann. Und man muss diese Zusammenhänge verstehen. Was brauche ich bei den Missionen? Will ich diese dem anderen abluchsen? Wie kann ich die Cubes richtig einsetzen? Und das ist nicht ganz so einfach.
Ja, und dann kommen wir schon zum ersten großen Fragezeichen, was das Spiel hinterlassen hat, denn ja, die Spielzeit, die draufsteht, 60 bis 90 Minuten. Wie soll das funktionieren? Das. Also ich frage mich, was Eagle Griffin Games hier für eine Testrunde hatte, ja, dass man auf so eine Spielzeit kommt. Wir haben es zwar beide das erste Mal gespielt, aber ich bin mir sicher, ich bin wirklich ein flotter aus dem Bauchspieler, ja, behaupte ich von mir selber und sagen auch meine Mitspieler immer wieder. Ich nicht. Aber selbst wenn man mich dreimal an den Tisch setzt oder zweimal nur, ja, es ist nicht möglich, dieses Spiel in dieser Zeit runterzuspielen. Ich frage mich, wie das möglich sein soll. Klar, mit mehr Spielern hat man weniger Würfelchen, das heißt weniger Möglichkeiten, das heißt, es dürfte die Spielzeit dürfte sich abhängig der Spieleranzahl nicht ändern. Ja. Aber sorry, wir haben für eine von sieben Runden zwischen 45 und 60 Minuten gebraucht. Ja. Wir haben zum Glück nur vier Runden gespielt, was wir in um die 3 Stunden über die Bühne bringen konnten. Naja, das war nicht ganz so schlimm. 2,5. Ja. Aber trotzdem. Wir haben noch ein bisschen die Regeln gelesen, klar. Und zwischendurch mal was nachgucken. Nachgeguckt. Aber 4 Runden, 2 Stunden, ja, dann nicht 7 Runden, 90 Minuten. Nee, das funktioniert. Never ever. Wenn ihr dieses Spiel, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dieses Spiel euch zuzulegen oder zu spielen, stellt euch in der Erstpartie auf 3 bis 5 Stunden ein. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie euch abschrecken möchte. Nee, das kann passieren. Und ja, es sind halt hier 2 Spieler, 25 Cubes. Da hat man ordentlich was zum Hinlegen. Ne? Ja. Bei 5 Spieler 12, bei 6 Spielern sind es nur noch 10. Das ist machbar. Ja, ich denke, da wird es sich dann halt auch, da wird es deutlich flotter sein, natürlich die Punktzahlen auch eine ganz andere Größenordnung bei rauskommen. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen philosophiert, was wir denken, wie sich mit der Spieleranzahl ändert. Wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt in unserer Partie, wer konsequent Routen baut, ja, hat die Nase vorne. Mhm. Ich war der Straßenbauer, Dennis hier so mehr so der Verzahnte, ich mache hier was, ich mache da was, ich kriege da wieder einen Bonus, ich kriege da wieder einen Vorteil. Mhm. Das sah zwar teilweise spektakulär aus, aber punktetechnisch leider nicht ganz so effizient. Nee, irgendwie nicht. Und klar, es ist zum einen schön, dass diese Plättchen hier austauschbar sind. Das heißt, jedes Spiel ist damit sehr abwechslungsreich. Man weiß nie, ich glaube, da sind, keine Ahnung, 30 Stück oder noch mehr drin. Oder, was kann ich viel, die dann hier reinkommen. Aber wenn man halt jetzt so eine Kombination hat, wir hatten hier 3 Routen, ne? Man sieht es hier vielleicht, wenn wir es hier einblenden, 3 Dinger, die halt Routen beinhalten, dann macht man das halt nonstop. Ja. Ja? Und wenn man dann so schlecht an die Ressourcen rankommt, weil man eben die Mehrheit nicht bekommt, dann ist der eine halt hauptsächlich am Routen bauen und wenn er dann noch hier drauf geht, dann kann er sich dann die Route aussuchen, die ihm halt am meisten bringt. Ich meine, das ist eine Strategie, klar, aber das hatte ich auch so das Gefühl, dass es sehr mächtig ist. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Material sind, wir haben hier natürlich wieder, wie wir es von Eagle Griffin Games gewohnt sind, es ist wieder super Deluxe hier mit Double Layer, dass man hier das reinlegt, da verrutscht nichts, wenn man es rüber gibt und hat dadurch diese hohe Spielvarianz. Das ist also wirklich wieder vom Material, es ist echt, da gibt es nichts zu meckern. Ja. Auch die grafische Aufmachung hier außenrum, die Siegpunktleiste mit diesen Scarlet Pimpernel Blüten, das ist irgendwo, das passt, das ist total stimmig. Und Ian O'Toole hat halt seinen, also den Stil, der ist halt super, ne? Ich meine, die Farben, klar, sind etwas schreiend, sage ich mal, aber man gewöhnt sich dran. Und aber es ist halt, ja. Und große Figuren, also toll. Das sehr schön. Und gespart, die sehen aus wie die quasi die Charakterkarten, Charakterkarten hier. Ne? Das ist schön gemacht, das ist super. Wieder super stimmig. Ja. Da gibt es wieder volle Punktzahl, die man vergeben kann. Wie gesagt, Abzüge tatsächlich in der Spielzeit. Ja. Und jetzt kommen wir noch so zu unserem Spielgefühl. Wir sind ja schon so ein bisschen da reingeschlittert. Tatsächlich die Geschichte mit unseren Eindrücken, dass jetzt die Routen tatsächlich deutlich mächtiger sind, als jetzt vielleicht andere Möglichkeiten, die wir im Spiel haben. Mhm. Ja, es hat sich halt so ein bisschen zäh angefühlt. Man ist ständig am Cubes pushen und am Schluss hat man eine ganz hässliche Situation, dass ich irgendwie nur 4 Cubes gehabt habe und Benny, glaube ich, das Doppelte oder mehr. Und dann, ich konnte einfach nicht so richtig da rauskommen. Ich habe es dann so hingedreht, dass ich dann irgendwann so viele Cubes hatte, um noch ein paar Punkte zu machen, aber dann letztendlich das Ende einzuleiten. Mhm. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, ja. Kann sein, dass ich mich irgendwo
verzählt habe, verrechnet habe. Aber man sieht auch, dass man hier sehr viele Supporter-Karten hat. Okay, zwei, aber hier auch immer sehr viele Supporter-Aktionen. Und letztendlich sah es dann irgendwann hier so aus. Ja, ja. Und es kam halt hier was so, wir blenden über Kopf mal kurz wieder ein. Ja. Und wenn es so ist in dieser Situation, es sind zwei Supporter, ich habe hier mein Klötzchen drauf, dann nehme ich hier meine zwei raus. Mir ist egal, ob Dennis da die Mehrheit hat, ziehe dafür drei Siegpunkte und habe aber von Dennis quasi in dem Punkt acht Marker gefangen, die er nicht nutzen kann. Und das ist nämlich genau der Punkt, wie ich ihn dann in der vierten Runde habe ausbluten lassen. Richtig. Und wobei ich muss dazu sagen, wir haben in Runde 2 festgelegt, wir brechen hier ab und spielen nur 4 Runden und keine 7 Runden. Genau. Weil wir einfach schon gesehen haben, das irgendwie das harmoniert nicht, das Spiel mit uns. Natürlich kann man hier den Würfel drauflegen und dann hier einen runterholen, aber das macht eigentlich auch nur ein bisschen das Ganze rauszögern, sage ich mal, oder diese Aktion hier. Dafür brauche ich aber auch noch einen zweiten Würfel, beziehungsweise nicht unbedingt. Ich kann ja irgendeinen rausholen und dann den auch hier rüber machen, muss dann trotzdem eine Aktion machen, wie zum Beispiel irgendwo hinlaufen und den dann wieder nutzen und irgendwo einsetzen. Ja, okay, aber das hat sich dann so schadensbegrenzungsmäßig angefühlt und ich glaube, dass es im Spiel mit drei oder mehr Spielern nicht ganz so extrem ist. Weil da hat dann doch jeder irgendwo seine Würfel verteilt und man ist nicht mehr so, man hat nicht mehr so dieses offene Spiel, wo man nicht, wo lege ich es jetzt hin, und dass einer irgendwie so sein Süppchen kochen kann, ja. Weil dann kommt man sich vielleicht auch eher in die Quere. Ja? Also ich habe jetzt nicht gewusst, wie ich deine Routen hier aufhalten kann, weil du ständig die Teile so gut gebaut hast und ich habe irgendwo mal hier was probiert und da was probiert. Man muss dazu sagen, es ist wieder so ein typisches Spiel, wo man zu zweit zwei Runden in die Zukunft spielen kann. Wenn ich genau sehe, ich weiß, was die nächsten potenziellen Ziele sind und ich weiß, was diese Runde meine Routen sind, dann bereite ich quasi potenziell schon die nächste Epoche mit vor. Das ist ja auch der Sinn des Spiels. Und wenn du dich dann noch hier hinsetzt, um dann noch zu bestimmen, wo es hingeht, das ist halt sehr stark. Das habe ich auch probiert hier oben, aber ich habe es nicht geschafft, die Routen dahin zu bauen, weil mir die Würfel gefehlt haben. Somit war das völlig für ein Allerwertesten. Und du hattest quasi nur hier die unheimliche Mehrheit und Auswahl an Aktionsmöglichkeiten, die ich nicht hatte und trotzdem Sie haben mir in der letzten Runde das Ding runterspielen konnte. Ja. Und man schiebt so ein bisschen die Würfel durch die Gegend und weiß nicht so richtig, was jetzt gut oder falsch ist. Es ist natürlich die große Preisfrage. Da drängen sich mir zwei Fragen auf in dem Moment. Ist es einfach, dass das Spiel ein Manko hat zu zweit? Dass man das Spiel tatsächlich eher mit mehr Spielern spielen sollte? Ja. Oder ist genau das Erlebnis, was wir jetzt hatten, der Grund dafür, dass man nach dem Kickstarter von Scarlet Pimpernel nichts mehr von dem Spiel gehört hat? Ja. So ein bisschen, uns lässt es mit einem Fragezeichen zurück. Man sollte es vielleicht nochmal in einer anderen Gruppenkonstellation spielen. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig mit dem Problem, wie kriegt man jetzt einen Mitspieler an den Tisch, wenn der ein Video guckt wie dieses? Ja. Und dann sagt er, ihr habt doch gesagt, das hat euch nicht gefallen. Warum wollt ihr das jetzt unbedingt nochmal mit mir spielen? Da lasse ich dann auch die Finger weg. Und das ist so ein bisschen auch das Leid, was auch liebe Kollegen von uns haben, wo sie sagen, ja, wenn ich das einmal durch den Kakao gezogen habe, dann spielen meine Mitspieler das sowieso nicht mehr. Ja. Und deswegen ist so ein bisschen ein Zwiespalt an dieser Stelle. Mhm. Also, ja, die Aufmachung und so die Idee dahinter. Ich finde auch ganz cool, dass man eben das mit diesen, dass sich das immer ändert. Man überlegt sich, diese Aktion finde ich schon ganz cool und der macht da gerade so viel damit, dem will ich das irgendwie wegnehmen. Gleichzeitig schaffe ich dadurch auch dann hier diese Missionskarten eher zu erfüllen, weil ich da meine Cubes hier drin habe. Das ist schon irgendwie ein cooles Konzept, aber ich weiß nicht. Ich glaube aber, dass genau dieses Auftragskonzept, dieses zu entscheiden, wem gebe ich jetzt den Punkt? Derjenige, der hier seinen Marker reinsetzt, der entscheidet letztendlich, und auch dieser hier, die entscheiden maßgeblich, wer bekommt jetzt wie viele Punkte. Ja. Und wenn man dann das genau durchplant, dann gibt man vielleicht auch mal dem führenden Spieler einen Punkt mehr. Warum? Weil er dann hier oben plötzlich drei Mehrheiten verloren hat und plötzlich ausblutet und nichts mehr, keine Aktionszusatzmöglichkeiten mehr hat. Ja. Also da kann man schon taktieren. Mhm. Das Spiel gibt es her, das Spiel möchte das. Mhm. Das funktioniert halt zu zweit so in der Form nicht. Nicht so richtig. Vor allem, wenn man dann halt hier solche Doppler hat und das dann halt dreimal, dann brauche ich nicht alle drei, dann reichen mir zwei davon oder vielleicht sogar eins. Dann hat halt Dennis zwei, und dann fühlt sich das belanglos an. Richtig. Und man braucht halt auch die Cubes dafür, ne? Du brauchst für jedes dieser Plättchen brauchst du zwei Cubes. Genau. Es sei denn, man nutzt es nicht. Aber für was hat man sie dann? Ne? Theoretisch sind das schon die besseren Karten,
weil man dadurch zwei Aktionen zum Preis von einem machen kann. Genau, und gerade wenn man sich bewegen kann und zusätzlich noch einen Cube auf die Restaktion legen, den man in der nächsten Runde dann vielleicht wieder rausholen kann und dann eine Straße baut, um dann noch so einen Unterstützer zusätzlich mitzubekommen, das sind dann schon kräftige Möglichkeiten, die man da hat. Wobei ich dann schon zwischendrin gemerkt habe, die Sachen sind zwar cool, aber manchmal will ich das gar nicht. Ja. Ne? Und diesen Moment auch zu entscheiden, eigentlich will ich jetzt nur eine Route bauen, weil ich will ja eigentlich keinen da hochstellen. Das waren auch eigentlich so Überlegungen, die ich eigentlich ganz cool finde in dem Spiel. Aber ja. Final konnte es uns zumindest noch nicht überzeugen. Nee. Sollte sich das Ganze ändern, werdet ihr es garantiert in irgendeinem Aufgetischt, entweder von Dennis oder von mir, nochmal hören oder vielleicht sogar nochmal in einem gesonderten Video, weil ich denke, das wären wir dem Spiel schuldig, wenn sich da unser Eindruck gravierend ändern sollte. Genau. Und an dieser Stelle war es das zu unserem Ersteindruck, zu unserem Preview von Scarlet Pimpernel. Ja. Und wir sagen an dieser Stelle natürlich, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn nicht eh schon geschehen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Spiel vielleicht sogar kennt, weil das hier ist ja auch eine Signature Edition. Und ich weiß gar nicht, irgendwo liegt ein Ding drin. Ich glaube, was gibt es? 500 Stück? 2000 Stück? Ja, ich weiß es gerade. 2500? Egal. Nicht so viele Exemplare, also deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es habt oder andere Erfahrungen gemacht habt. Richtig. Das oder jemand kennt, der es gespielt hat und sagt, hey, ich find's cool, weil das würden wir gerne wissen. Genau, das wird uns super interessieren, weil das motiviert uns auch, es wieder auf den Tisch zu bringen. Genau, spielst du viert, spielst definitiv 4 oder 5. Genau. Okay, probieren wir es aus. Richtig, genau. In diesem Sinne sagen wir jetzt ciao und bis zum nächsten Mal. Genau. Und jetzt aktuell lass mal die Guillotine runter.